So, Mia, wo fahren wir eigentlich hin? Nee, das ist kein Pornocast, ja klar. Also, okay, also wir fahren nach Köln. Nach Köln, cool. Kannst du nicht, also musst du mich jetzt morgen. Und was, oh, ist das Kaffee? Was machen wir in Köln? Ich weiß noch gar nicht, was. Wir fahren zu einer renommierten Firma, die heißt Endemol Beyond. Aha. Ja, und dort drehen wir ein paar Sketche. Also Mia versucht immer noch einen Facebook-Post irgendwie hinzukriegen. Also Leute, das hat nichts mit euch zu tun. Sie versucht, also das ist passiert, wenn sie einen Facebook-Post zu machen. Das hat echt jetzt schon 10 Minuten gebraucht. So, perfekt, geklappt. Bebe! Ich sehe nichts, aber cool. Sie hat ein Bild gepostet, das hat Mia jetzt geschafft. Wie lange ist das? Ja, von mir. Also, ja. Aber sie versucht jetzt öfter, euch ein bisschen zu pflegen, auch die ganzen Zuschauer und die Fans der Ember Girls. Das funktioniert. Du kannst wieder wechseln. Damit wir ein bisschen Spaß am Morgen haben. Ich gebe dir 5 Euro, wenn du komplett von hier gehst du rein. Hier. Bis auf die andere Seite vom Busch. 5 Euro, wenn du es jetzt machst. Und ich filme. 5 Euro! Nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich muss das doch gleich noch drehen. Hier sind überall Dorn. Das kann ich jetzt nicht machen. Wenn du richtig durchläufst. Ja, aber jetzt vor einem Dreh kann ich das nicht bringen. Danach? Das wäre so, als ob... Okay, dann mal gucken. Ja, ich habe noch nicht unterschrieben. Ich habe noch nicht unterschrieben. Okay, danach. Nein, ich habe noch nicht unterschrieben. Du kannst doch hier. Boah, das ist gerade voll unscharf. Woran liegt das? Fahrstuhl fahren. Oh, hallo. Ja. Moin. Steigen Sie ein. Oh, ich hasse das. Ach, hier, guck mal. Oh, guck mal, hier ist ein Spiegel. Jetzt kann man die Kamera auch mal sehen. Guck mal, die ist blau. Wow. Ich mache jetzt eine Kamera, das ist eine blaue Kamera. Und die ist halt in blau. Oh, wir sind schon da. Nee, doch nicht, das ist die erste Etage. Wir sind erst bei Avato Systems irgendwas. Ich hasse das. Also jetzt kommt die Etage. Eigentlich muss man hier gegen diese Schwerkraft irgendwie an. Wie denkt man, das ist schwerelos im Fahrstuhl. Toll. Etage 2, wir haben es bald geschafft. Sind wir da? Nee. Wir sind im vierten? Nee. Ja, jetzt wissen wir es nicht. Doch, wir sind da. Wir sind da. Wir drehen hier gerade, was für ein Survival Guide. Love and Sex heißt das Format. Das ist die Mia, die wird gerade verkabelt. Was war so ein sehr spannenden Vlog. Ja, und Action. Genau da rein, so. Ja. So, ja, ich sag doch, ich hab voll das Timing-Gefühl. Das ist langweilig. Ich warte darauf, was passiert. Das ist immer das Problem. Ich höre dann mal wieder auf zu filmen und dann. Dann passiert was Lustiges. Das passiert mir nicht wieder. Mach mal was Cooles jetzt. Ich hasse sowas. Mach mal was Cooles. Du bist auch Schauspielerin. Oh ja, toll. Mir ist gar nicht lustig. Ich laufe jetzt. Was? Ich bin mega lustig. Okay. Herzlich willkommen zu Love and Sex. Ich bin's wieder, die Mia. Und heute reden wir über das Thema Friends with Benefits. Das würde ja gut schmecken, ne? Salzbrezel mit Schokolade. Ja. Das kann man auch kaufen. Ja. Ja, keine Erfindung von dir. Mhm. Nicht? Ich glaube, es geht auch nur mit Zartbitter. Da habe ich, glaube ich, gerade Müll erzählt. Mit dem Salz. So, fertig, Feierabend, ne? Jetzt müssen wir die Bahn kriegen, ne? Ja. Ist immer ein bisschen stressig, ne? Ja. Ein bisschen stressig manchmal. Bitte was? Ein bisschen stressig. Bitte die Kamera. Bitte ruhig halten. Ich halte sie doch ruhig. Okay, ja, hast du Spaß heute, Lars? Ja, also ich kann ja nochmal diese Selfie-Scheiße machen hier. Das ist ja voll modern. Das finde ich aber echt so. Also wir hatten jetzt jede Menge Spaß. Ihr kennt unsere Gesichter. Ja, das immer noch, ja. Okay. Ja, ist okay. Muss halt ein bisschen, Mia muss halt immer übertreiben mit dem Hüpfen. Aber es war toll, wir haben damit heute, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute gedreht für Love in Six. Und das Ergebnis seht ihr ja dann demnächst. Mhm. Und eine sehr lustige Folge. Ja. Okay, gut, dann. Nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil wir die Bahn kriegen müssen. Aber beim nächsten Mal haben wir noch immer so verrückte Wetten. Also es wird ja nicht der letzte. Oh Gott, muss aufpassen. Okay. Wie gut.